Heute geht es um das Thema Warm-up oder Einsingen. Wann immer ihr singt, egal ob für Konzerte oder auch nur in eurer Wohnung, solltet ihr immer schauen, dass ihr eure Stimme aufwärmt, bevor ihr in die hohen Töne geht. Denn eure Stimmlippen sind sehr empfindliche Muskeln und wie alle anderen Muskeln auch, freuen sie sich darüber, wenn die vorher ein bisschen aufgewärmt werden. Ich selbst bin gerade erst aufgestanden, wie man vielleicht hört. Deswegen dachte ich mir, genau die richtige Zeit, um euch ein paar Übungen zu zeigen. Das könnt ihr also auch machen, wenn ihr morgens merkt, die Stimme ist ein bisschen belegt oder kommt noch nicht in Gang. Dann kann ich euch das empfehlen. Eine schöne Übung dafür ist, dass ihr summt. Ganz schlicht auf M. Achtet dabei darauf, dass euer Kiefer entspannt ist und nicht geschlossen. Oder stellt euch vor, dass im Hintergrund in eurem Mundraum eigentlich ein O eingestellt ist und die Lippen vorne schließen in ein sodass der Kiefer auch wieder ein bisschen in Weite bleibt. Und das Ganze klingt dann ungefähr so. Startet das, wenn ihr es morgens macht, auch in einer wirklich bequemen Sprechlage. Da geht es jetzt nicht um Höhe, sondern einfach erstmal, dass die Stimmlippen in Gang kommen. Ich spiele euch die Töne vor. Und gesungen klingt das Ganze so. Und wir gehen damit halbtonweise nach oben. Was dabei ganz angenehm sein kann, ist, wenn ihr kleine Kaubewegungen macht. Dann merkt ihr während des Singens, wie euer Ton in die verschiedenen Resonanzräume hier im Kopf geht und so umherwandert. Wir gehen weiter und wenn ihr wollt, kaut eine Runde mit. Alleine weiter. Okay, geht mit der Übung nicht zu hoch. Zumindest wenn es darum geht, die Stimme erstmal warm zu machen und in Gang zu kommen. Wir gehen jetzt wieder halbtonweise nach unten. Etwas kauen, falls es nicht noch tut. Mm.
hört jetzt übrigens in eurer Bruststimme. Wenn ihr merkt, dass zwischendurch Schleim in eurem Hals ist, das ist total okay. Also gerade morgens, wenn die Stimme noch nicht warm ist, versucht da durchzusingen. Versucht möglichst nicht, euch zu räuspern. Zumindest nicht zu kräftig und nicht zu doll. Oder ihr könnt husten, das ist stimmschonender. Beim Räuspern ist es so, dass, dass die Stimmlippen immer aneinander reiben. Ist, wenn ihr das mal macht, auch nicht schlimm. Wenn ihr das häufiger macht, dann kann es die Stimmlippen ein bisschen reizen. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag mit dieser Übung und wir sehen uns bald wieder.